Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die beiden zentralen Fragen bei Auswahlproblemen kennen, und zwar ist die Reihenfolge wichtig und ist Mehrfachauswahl erlaubt. Außerdem solltest du die Anzahl der Möglichkeiten in jedem dieser vier Fälle berechnen können. Dein Ziel für dieses Video ist, die Anzahl der Möglichkeiten für die Zusammenstellung einer Schularbeit zu berechnen. Schauen wir uns die Aufgabenstellung ein bisschen genauer an, und zwar aus 15 verschiedenen Aufgaben soll eine Schularbeit mit 9 verschiedenen Aufgaben erstellt werden. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es zur Erstellung, wenn erstens die Reihenfolge der ausgewählten Aufgaben wichtig ist oder zweitens die Reihenfolge der ausgewählten Aufgaben keine Rolle spielt? Nimm dir ein paar Minuten Zeit, pausiere das Video und beantworte die beiden Fragen. Wir sprechen dann danach noch über die Ergebnisse. Also gut, unsere beiden zentralen Fragen lassen sich hier jetzt relativ schnell beantworten, denn ob es auf die Reihenfolge ankommt oder nicht, steht in der Angabe. Und Mehrfachauswahl ist in beiden Fällen sicher nicht erlaubt, denn bei einer Schularbeit werden keine Aufgaben mehrfach gestellt werden. Das heißt, wir haben es hier bei erstens mit einer Variation ohne Mehrfachauswahl zu tun. Und das heißt, wir wissen, was zu tun ist. Wir müssen einfach rechnen 15 mal 14 mal 13 und so weiter mal 7. Oder eben 15 Faktorielle gebrochen durch 6 Faktorielle. Und das ergibt 1.816.214.400 Möglichkeiten. Also ganz schön viel. Bei zweitens kommt es jetzt eben auf die Reihenfolge nicht an. Und wir haben keine Mehrfachauswahl. Das heißt, wir haben es mit einer Kombination ohne Mehrfachauswahl zu tun. Auch hier wissen wir, was zu tun ist. Wir müssen einfach aus den 15 Aufgaben eine Menge von 9 Aufgaben auswählen. Also 15 über 9 sind insgesamt 5005 Möglichkeiten, also viel, viel weniger.